Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf weplayhandball.de. Wir werden immer wieder gefragt, welche Schuhe könnt ihr empfehlen für Spielerinnen und Spieler mit breiten Füßen? Und deswegen haben wir hier eine kleine Übersicht für euch zusammengestellt. Das sind unsere Top 5 der Schuhe für breite Füße. Wir fangen an mit einer schwedischen Marke mit Salming. Zwei Schuhe, der Viper und der Cobra. Der Cobra etwas leichter, der Viper etwas stabiler, trotzdem auch beide Speed-Modelle, also auch für die Außenposition geeignet. Bei der Marke Salming habt ihr eher ein breites Fußbett, breite Leisten. Da findet ihr auf jeden Fall die passenden Modelle. Dann haben wir hier einen Klassiker, den Adidas Stabil X. Auch hier Adidas nicht grundsätzlich schmal geschnitten, aber bei den stabilen Schuhen, beim Stabil X zum Beispiel, eher breites Fußbett mit der Boost-Dämpfung, auf jeden Fall auch top gedämpft. Ähnlich breit Puma generell, hier speziell der Netfit. Spezielle Schnürung, diese beiden Laschen drüber, gute Ignite-Dämpfung, auch hier eher stabil, trotzdem kann der auch als Speed-Schuh verwendet werden. Und dann haben wir hier auf der linken Seite von euch aus gesehen den Attack Contender Pro mit Kevlar-Fasern eingewebt, sehr stabiles Modell, auch Camper eher breit gewählt. Da allerdings der klare Unterschied, Winglight, schmales Fußbett und der Attack Contender Pro im breiten Fußbett. Das war sie, unsere Top 5 für die Handballschuhe, für breite Füße. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auf weplayhandball.de, auf unserer Facebook-Seite und natürlich auch auf IGTV und hier im YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.